Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Heute einen ganz besonderen Gruß an alle Väter zum Vatertag. Man sagt so in diesem Sprichwort, Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Und wir wissen, dass es gerade Vätern heute furchtbar schwer fällt, diesen Spagat zwischen Familie und Beruf aufrechtzuerhalten. Zeit zu haben für ihre Kinder, Zeit zu haben für das Gute und Schöne in ihrem Leben und nicht nur zu funktionieren und das Geld nach Hause zu bringen. Aber wir wissen, wie wichtig es für die Entwicklung eines Kindes ist, dass Vater und Mutter in der Erziehung des Kindes da sind und diese Erziehung gemeinsam tragen und begleiten. Ich glaube, dass auch wir als Kirche daran teilnehmen dürfen, dass wir allen auch sagen, du hast einen Vater im Himmel, der dich liebt, der dich unterstützt, der für dich da ist, auch in den schwierigen Situationen des Lebens. Vater sein ist nicht leicht, aber mit Gott, unserem Vater, wird es leichter, einander die Lasten tragen zu helfen und einander die Freude zu schenken, miteinander den Weg zu Gott zu gehen. Auf alle Väter erhebe ich mein Glas, ein Neuklosterstamperl, das jetzt derzeit bei uns zu haben ist, und wünsche Ihnen Gottes Segen, viel Freude an Ihren Kindern und mit Ihren Kindern. Und allen, denen es vielleicht ein bisschen schwerfällt, zum Vater in allem Ja zu sagen, gebe ich den Rat, schaut auf Jesus. Er hat seinen Vater auch in den schweren Stunden des Lebens gefühlt, getragen und erlebt. Gottes Segen, alles Gute aus dem Neukloster zum Vatertag.